Hi, ich bin Jack Daniel. Freue mich, dass du eingeschaltet hast. Wir spielen heute ein bisschen Bucket Detective. Und ja, falls man sich fragt, was ist das? Ich weiß es selber nicht. Es ist irgendwie so eine Art Horror-Comedy-Spiel. Ich weiß nicht genau, was man irgendwie verstehen kann drunter. Horror und Comedy? Ich weiß es nicht. Wir schauen uns aber das Ganze mal zusammen an. Und ich bin mal gespannt, was es ist und was mich da erwartet. Ich habe es noch gar nicht gespielt. Ich habe nur dieses Hauptmenü bis jetzt gesehen. Und ja, mal schauen, ob das Ganze cool wird. Nicht vergessen, wenn dir das Ganze hier gefällt, ein schönes, blutiges Like da lassen. Ne? Weil nur echte Männer schreiben, kleine Mädchen. So, mal gucken, was man hier noch in den Optionen machen kann. Aber ich denke, nicht viel. Hier kann man halt nur so ein bisschen... Oh, Real-Time Shadows. Das ist Performance-intensiv. Will ich aber haben. So, Subtitles lassen wir auch, sonst kann man hier nicht wirklich viel tun. Und ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal das Game. Und ich bin gespannt, was das ist. Es gibt insgesamt 5 verschiedene Enden. Also je nachdem, wie man sich hier in diesem Spiel entscheidet, was man macht, dann passiert was anderes. Und das finde ich auch interessant. Das finde ich cool. Das ist, wenn man Bock hat, kann man das öfter durchspielen und schauen, was da passiert. Ja, ich habe immer noch null Ahnung, was das ist. WASD to move. Left click to interact. Gracias, muchas. Right click to show height current goal. E to zoom or examine. Okay. Ziemlich simpel. A 41-year-old man, David Davids. You are writing book called Bucket Detective. Book is not good. Truthfully, you not care about write book. You not even like read books because reading gives headache from make think too hard. You are married to wife who is abusive. By abusive, you mean she not do perverted sex whenever demanded. To get perverted sex, you approach girls in street, but they not give it and instead call you creep and pig. This is why he was writing Bucket Detective. Famous book make it impossible for girls to resist sex, especially glasses girls at nearby community college. At dinner with friend of yours who have recent success in business, you say, writing book is hard. Is there not easy way to write great book? Friend of yours smile with mischief and says, yes, yes there is. He hand you card with address and say, go here and do what asked of you. In exchange, you will get what is desire. And if you not like, you leave any time. You not think more than 1 second to decide this is plain, because it much simpler than create good words on empty page. So, one cold and rainy morning, you arrive at address and enter front door. Okay, jetzt weiß ich auch, was mit Humor gemeint ist. Der Typ steht also irgendwie auf perverse Sachen und seine Frau hat keinen Bock drauf. Und der schreibt ein Buch einfach nur, um irgendwelche Frauen abzubekommen, die Bücher lesen. Okay, das ist interessant. Das könnte Dominics Geschichte sein. Das könnte locker Dominics Geschichte sein. Dial 359, use right click to show hide card. Okay, dann muss ich das jetzt anrufen. Interessant. Finde ich cool bis jetzt. Also, ist mal was anderes. Okay, das ist halt im Zoom und Examen. Ich muss jetzt also hier telefonieren. Okay, hier. Da, guck, welcome. Play. Hi, my name is Gwen Sleeveless. I'm a 23-year-old white male and I'm the building's maintenance man, cook, and I also clean the toilets. Super. I thought it would be nice if once the Dark Lord is reborn to bring in 10,000 years of terror, if Schön. People could visit the place where it all began. Kind of like a museum to the origin of their torment. So I've installed these boxes, which I call Gwen boxes, all over the building to explain the significance of different areas. Obviously, since the Dark Lord Mishriel, the seven-tongued slayer of kings, the roaster of the innocent, the defiler of the damned has yet to rise, these Gwen boxes are kind of a work in progress. Okay, also das ganze Spiel, glaube ich, nimmt sich nicht wirklich ernst. Ist jemand am Scheißen am Klo? Nö, da ist niemand. Warum sind Teller und Gabel und Messer und Löffel auf der Wand? Interessant. Auch die Bilder hier sind sehr interessant. Was, Alter, da hat jemand aber einen eigenen Geschmack. Oh, das kann man nehmen. Return letter. Das kann man jetzt lesen. Cool. Beth, you don't have to come home. You don't have to do anything, but you don't want. But please let your brother and me know that you're safe and getting Altifres. So, kann man hier irgendwas rausnehmen? Kann ich jetzt hier telefonieren? Yes, kann ich. 359. Oh, scheiße. Oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow. Okay. Telefon hat wohl keinen Bock drauf. Nee, das Telefon hat keine Lust. Dieses Telefon ist tot. Scheiße. What the fuck?
Okay, noch weiß ich echt nicht, was mich hier erwartet. One, two. Oh, hier ist irgendwas zu. Alter, was ist denn das? What the fuck? Ist das denn scheiß ernst? Alter, wie krank sind diese Bilder? Okay, das ist der weibliche Uterus, wie es aussieht. Und der hat einen 2 Meter langen Dödel. Dafür sehr kurze Arme. Das ist der T-Rex. T-Rex mit Riesenpenis. Was ist das für eine Frau? Holy shit. Okay. Also wenn man denkt, man hat alles gesehen, dann hat man jetzt alles gesehen. What the fuck? Soll das ein Baby sein da oben? Ja. Ist das ein... Sind da die Beine abgehackt? Und... Okay, okay. Interessant. Ich kann mal beten hierzu. Mache ich das mal. Also ich weiß nicht, was ich gerade anbete, aber... Das hier verstört mich so ein bisschen. Das verstört mich sehr. Wenn der Typ kann sich nicht mehr selber runterholen, weil er so kurze Arme hat. Aber dafür hat er so einen riesen Teil. Okay. Höchst interessant. 3. Ah, okay. Also muss ich dann bei den Türen da klopfen, 5. Ah, schau mal. Ich bin ja hier voll intelligent. Man muss einfach nur die Türen irgendwie anklopfen. 8. What? Was geht denn mit diesem... Was geht denn da ab? Okay, okay. Irgendwas geht da ab. Und hier ist 9. What the fuck? Dieser Busch macht mir irgendwie Sorgen. Okay, ist hier jemand? Hallöchen. Nee, hier ist keiner. Hier sind Bücher. Okay. Da ist ein Mechanismus. Interessant. Da muss ich einen Finger reinstecken. Oh, nee, mach das nicht. Steck nicht einen Finger rein. Jetzt kann ich mehrere Sachen machen. Okay, warte mal. Bucket Detective by David Davids. Page 1, paragraph 1, line 1. Main character introduced. He awoke with fear and a gun in his hand on the road to... to the Diamond Shore. St. Bucket Beach. Komm, mach mal St. Bucket's Beach, weil es ist ja Bucket Detective. Komm. Au! Oh-oh. Ich glaube, das war falsch. Geht das auch richtig? Ich weiß es nicht. Scheiße, ich habe den Finger verloren. Fuck, ich habe den Finger verloren. Okay, ist das so eine Art Saw-Dingens oder was? Was ist das hier? Journal of Grand Sleeveless. My journal pages keep falling out and making me lose them. I guess that's what happens when you buy a used journal that is basically rotting. I'm poor, hahaha. Okay. Alles klar. Ich check das ganze Spiel überhaupt nicht. Warum muss ich da meinen Finger reinstecken? Warum ist mein Finger verdammt nochmal weg? Ich kenn doch die scheiß Geschichte nicht, wo der hin ist. Fuck. Alter, was ist denn das jetzt hier? Eine Tür nach der anderen. Okay, jetzt bin ich wieder irgendwo rausgekommen. Interessant, hier sind schöne Gemälde. Oh, das ist ein schöner Mann. Das ist ja wow. Wow, der hat ein großes Auge und ein kleines Auge. Das ist Jedediah Holocombe. Aha. Und wer bist du? Dr. C.W. Francis. Gut, der hat 2 normale Augen. Interessant. Was kann man hier machen? These are the offices of the two fathers, Dr. Z.W. Francis and Jedediah Holcomb, who were the founders and leaders of our happy little... I almost said cult, but it's a religion. There is a difference. The fathers believed that they were in fact one being that had been divided into two bodies for fear that if one being had so much knowledge, power, and sexual charisma, the universe would be torn into shreds. So to keep that great power separated, the fathers worked without ever meeting face to face or speaking aloud to one another. Instead, they communicated by passing letters through the mail slot between their offices. It was in this way that they laid down the laws of Mishriel, the god among gods, the gimp in the graveyard, the pus of Xanadu. Mhm. Also ich geh mal hier rechts rein. Alter, was ist das für ein fucking Game? Also es ist irgendwie schon ein bisschen schräg, das ganze Pick-up. Was ist das? By the father's decree, when this document is stamped and submitted, thus begins the final phase of Mistral's rebirth. Aha. Whoa. Okay. Ah! Da war auch ein Stempel drauf. Okay, dann hier. So, komm. Auch nicht.
Okay, dann halt nicht. What the fuck, das ist so ein komischer Kult, ist das? Was soll mir hier helfen, bitte? Jedediah Holcomb, known as the Mystic, was a hypnotist, psychologist, poet, meditation guru. Cool, da konnte er alles. World religions. His most significant work was the unification of all major religious texts to place the Dark Lord himself at the center. Yes, everyone from Jesus Christ to the Buddha were in fact pawns of Mishriel, the breather of bile, the decapitator of slaves, the withholder of orgasms. Okay, Alter, das Spiel ist irgendwie voll creepy. Dr. Z.W. Francis, aber irgendwie so eine Art creepy von was geht hier ab zum Teufel? Biologist, Black Math, painter, and most importantly, a medical doctor specializing in the female reproductive system. He was the first physician to do a deep, deep, deep study of the female body, from a medical perspective, of course. And had the fools in the medical establishment not misinterpreted his work and taken away his license to practice medicine, the writings and tools he developed would be the cornerstone of modern gynecology. Was zum Teufel geht hier ab? Kann ich das wieder aufheben? Heb das auf. Aufheben. Nimm das doch mit. Warum kann ich das nicht mitnehmen hier? Nimm den scheiß Zettel mit, Mann. Okay, okay, lass ihn da. Okay, ist okay. Okay, dann nehmen wir den Zettel doch mit. Ich hab das doch hier gemacht. Ich hab doch hier das. Warum kann ich das nicht einfach reintun? Und dann passt schon. Warum ist das rot? Alter, das ist... Seht ihr das? Das ist das, das ist das Hakenkreuz. What the fuck? Okay, das gibt's hier also auch. Ich habe mir schon gedacht, das sieht irgendwie so ein bisschen wie das Hakenkreuz aus. So eine andere Form davon. Okay. Interessant. Was hat Hitler damit zu tun? Das interessiert mich jetzt. Gut, also hier in diesem Zimmer konnte ich nur dieses Papier da aufheben. Was kann ich hier aufheben? Hier kann ich gar nichts tun irgendwie. Hier ist irgendwie... nichts. Nein, hör auf. Hier kann man irgendwie nichts machen. Hier sind irgendwelche Zettel. Aber irgendwie kann ich hier nichts aufheben oder so. Gibt es vielleicht irgendwas, was ich tun könnte? Irgendwo hier. Ich hab einen Löffel aufheben können. Wow. Was soll ich mit einem Löffel? Fehlt irgendwo vielleicht ein Löffel an der Wand? Kann es sein, dass hier vielleicht wirklich ein Löffel irgendwo fehlt an der Wand? Was ich denn da hin tun muss? Irgendwie nicht. Also Löffel sind alle vollzählig. Alles klar. Kann ich das hier reintun? Warte mal, das ist doch... Ja, siehste, da müssen doch beide, müssen das doch... Ja, aber wenn ich dann hier durchgehe, dann geht das nicht. Ah, jetzt check ich's. Warte mal, das muss hier durch. Ja, die haben ja nur so kommuniziert miteinander. Obwohl das gerade echt ein bisschen doof ist. Ich hätte doch einfach das mitnehmen können und einfach da durchgehen können. Aber okay. Dann ist es halt so. Beide sind drauf. Total sinnfrei irgendwie, das Ganze hier, aber okay. Ich meine, die sind doch eh nebeneinander, warum haben die denn nur mit Briefe irgendwie kommuniziert? What the fuck, was geht hier ab? Okay, ist erledigt. Und jetzt? Receive the truth from the two fathers. Okay, fathers. Was muss ich jetzt tun? Oh, wieder weg, pass auf. Nice. Wunderbar, also hier sind sehr, sehr viele komische Gänge, die einfach so aufgehen. Was ist das hier? Okay, da kann man irgendwas lesen, interessiert mich aber nicht. Es gehört nicht zur Story. Oder vielleicht auch schon, aber okay. Irgendwie ist das gerade voll creepy, also ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ah, jetzt kommt irgendwo rein, da gibt es wieder Musik. Interessant, hier gibt es wieder eine Tür. Alter, das ist hier sehr groß. Hey, das kann ich dann mitnehmen. Wie kann ich dann beten? Ich bete mal zum heiligen Jedediah Holocombe. Beziehungsweise was von ihm übrig ist in dieser Scheißurne. Okay. Interessant. Toggle Doors. Ah. Ah, und da sind Überreste von dem Typen. Interessant. Okay. Fathers delivered their seed to the holy female vessel and then died of simultaneous heart attacks. Their bodies were cremated and their ashes preserved in urns while their souls were released into the building so that upon the Dark Lord's rebirth, they would be one with Mishriel, the putrid prince, the horn of Babel, the apple among the corn. Alter, das ist hier so alles
voll Mindfuck die ganze Zeit. With the rebirth of the Dark Lord soon to come, the fathers needed to be certain which of their followers were true believers. So they constructed a challenge called the Believer's Waltz. The fathers then sat in the chairs on this Scheiß auf deine Urne. Telepathically delivered the precise steps required to complete the waltz. Those who completed the waltz were to be blessed with the gifts of the Dark Lord, while those who could not were locked away to die. Also irgendwie ist es hier. Ja, warum kann ich diese Urne jetzt nicht nehmen? Fuck. Ah, die dürfen sich nicht sehen. Okay, also diese Urnen dürfen sich irgendwie nicht sehen. Macht nicht wirklich viel Sinn. Alter, die Musik ist doch gerade viel zu laut. Ein bisschen weniger, danke schön. Die Musik ist mir gerade viel zu laut. Ja, das ist mir halt das Einzige, was mir halt so einfällt, ist, dass man die Urnen irgendwie tauschen muss. Sonst kann man die nicht wirklich viel irgendwie machen. Also, keine Ahnung. Ich glaube, ich muss die Urnen tauschen. Nein, 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 scheiße, Moment. So, weil diese Urnen dürfen sich ja nie selber sehen. Oder muss ich die vielleicht eventuell... Muss ich die vielleicht eventuell... Ja, siehst du, da kann ich ja gar nicht hin, die stoßen sich ab gegenseitig, okay. Vielleicht muss ich hier die Urnen auf diesen Stuhl da drauf packen, kann das sein? Ja, guck. Ja, aber natürlich erstmal die hier, ne? So, dann muss ich jetzt... Ah, schaut mal. Cool, okay. Dann muss ich jetzt mit dieser Urne da hinten durchlaufen. Interessant. Okay, es ist bis also, jetzt eigentlich eher so ein Puzzle-Game. Horrormäßig sehe ich da jetzt nicht wirklich was dahinter. Es war halt ein bisschen sehr pervers. Bis jetzt. Ah, cool. Und jetzt? Jetzt muss ich beten. Also, sehr viel Gebete... Hier. Was ist das jetzt? Good. Warum ist das jetzt good? Was mache ich hier gerade? Good. Okay. Was zum Fick mache ich hier gerade? Great. Hä? Ist dieses Spiel auf Droge oder was ist? Was war denn jetzt da great an dem? Was habe ich denn getan? Opa. What the fuck? Über Fliegen und Büsche. Die Büsche sind auf Koks. Schaut mal, die Büsche sind auf Koks. Was geht denn hier ab? Beruhigt euch. Beruhigt euch. Die machen mir bis jetzt am meisten Angst. Sonst weiß ich nicht, was hier großartig Horror sein sollte bis jetzt. Komm, Journal. Ich hab keinen Bock auf Lesen. Fuck you. Löffel. Die Löffel sind ein bisschen creepy. Oh, da schaut man. Da ist was. Seriously, there are plenty of spoons in the kitchen. Gwen. Okay. Oh, hier haben wir jetzt eine komische Begin Waltz. Okay. Was ist das? Komm wieder zurück. Okay, ich mag halt Musik. Das Spiel ist doch krank im Kopf. Selten sowas Krankes gespielt. Und dann wieder beten. Okay, ich muss durchgehend beten und beten und beten. Okay. So glaube ich bin ich gar nicht, aber ich mach mal. Nicht fertig? Genug gebetet? Okay. Und nochmal beten. Was hat dieses fucking Game mit dem scheiß Beten auf sich? Und mit Hitlerbüchern? War eindeutig ein Buch mit einem Nazi-Symbol. Muss mich gerade im Kreis drehen. Ernsthaft? Ja. Alter, das ist so... Und zurück wieder.
the fuck? Ich bin am Tanzen. Ich hab grad einen Walzer getanzt. Super. Alter, was sind das für Bücher, Gemälde? What the fuck? Was ist das bitte? Der spuckt Sperma auf irgendwelche kleinen Menschen. Interessant. Und hier? Okay. Gut. Selten bei einem Spiel gedacht, was ist hier los? Garbage. Cool. Oh, da hat jemand gelebt. Irgendjemand hat hier wohl gelebt. The Journal of Guns Sleeveless. Haha, my journal is terrible. Seriously, like none of my pages are staying inside. Haha. Ja, ich merke es. Oder mir hört sich hier gerade so an, als ob sich jemand dann unterholen würde. Oh, das sind Bilder von irgendwem. My room. I wasn't sure if I'd do this, but I thought visitors might want to know more about me. Their humble guide, Gwen Sleeveless. So let's see. My parents died when I was two. I was sexually abused by the man who ran my orphanage. And I used to burn my face with cigarettes to get attention. Pretty standard stuff. I was 14 when I ran away, and 18 when the fathers took me in and gave me this bed, which they graciously placed under a leaky pipe to strengthen my mental strength, which they said I had none of. When I'm not cleaning toilets, I write songs about the fathers, I draw pictures of the fathers, and I pray to the fathers. As you can tell, I'm a pretty lucky guy. Ein totaler lucky guy. Und da vorne muss ich jetzt meine Hand reinstecken. Scheiße. Ich habe keinen Bock, meine Hand da reinzustecken, wenn irgendwas falsch zu antworten ist, die Hand weg. Scheiße. Bucket Detective by David Davids. Das ist mein eigenes Buch, oder? A touching romantic scene. Kiss me, baby, never forget. Your heart is like a bucket. A place to put someone you love. Made of muscle and filled with blood. On the fawn of most Valentine's Day's cards. Ja, komm. Scheißen. Fuck. Okay, Hand ist weg. Interessant. Also ein Finger verloren, jetzt habe ich die Hand auch noch verloren. Ist das notwendig, dass das alles hier passiert? Muss das sein? Oh, bedrohliche Musik. Sehr bedrohliche Musik. Was ist denn das? Das hier ist ein komischer Schrein. What the fuck? Okay, ich dachte schon, dass das, was ich davor gesehen habe, schon sehr creepy war, aber das ist ja noch creepiger. Holy shit. Whoa! Whoa! What the fuck? Wir sind alle nackt da drin. Massenvergewaltigung oder was? Okay, wenigstens sind die Penisse nicht, was? Hey! Remove your clothes. Also ich muss nackt sein, bevor ich da reingehe. Okay. Ich will mitmachen bei der Party. Why not? Das sieht sehr interessant aus, was ihr da macht. Mir gefällt das. So ein bisschen Massenvergewaltigung ist doch schön. Da bin ich dabei. Darf ich jetzt rein? Dankeschön. Schöner Penis. Oh. Oh. Alter, wie krank ist das? Guck mal, da ist das Baby einfach rausgeflutscht. Die ist wohl tot. Das Gesicht sieht man nicht bei der. Okay. Wer ist der Vater? Du? 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 Wer ist der Vater? Muss ich das Baby nehmen? Okay, ich bin der Vater. Hallo, Baby. Hallo. Ich hab das Kind. Ich habe noch einen Arm. Und jetzt... Oh, ich kann das Baby durch die Gegend schmeißen. Ach du Scheiße. Hoppala, ich bin runtergefallen. Ja, Entschuldigung. Hier, willst du das Baby mal halten? Hier, halt's mal. Oh, mein, jetzt ist es runtergefallen. Scheiße, Entschuldigung. Warte mal, ich muss das kurz hier so ein bisschen, dass man mehr sieht. Guck mal. Wer will das Baby halten? Willst du das Baby halten? Komm, hier, halt mal das Baby. Oh, Scheiße, schon wieder runtergefallen. Willst du es halten? Willst du es nicht halten? Oh, schon wieder runtergefallen. Ach, Scheiße. Mann, also, oh, schon wieder. Ich hau mal ab, ne? Ist mein Baby. Oder willst du es haben? Komm, nimm du es. Kein Problem.
Alter, das ist so krank. Ich kann ein Baby durch die Gegend schmeißen. Ja. Oh, direkt getroffen sogar. Hier, bitteschön. Wer muss ich denn das Baby geben? Deliver the genderless child to the elevator. Okay. Ein genderless child. Das Kind hat also keine Momo und auch kein Pimmel. Okay, es schreit nicht mehr. Es schreit nicht mehr. Warte mal, kann ich mal kurz ablegen hier? Kein Problem, so. Warum ist dieses Spiel so krank? Ach du Scheiße. Ich kann ein Baby nehmen und durch die Gegend schmeißen. Okay, aber guck mal, wenn ich es länger halte, hört es auch zu schreien. Ist ein schönes Baby, auf jeden Fall. Das ist ein wunderschönes Baby. Ach du Scheiße, was ist denn da hinten los? Holy shit. Moment mal, Jungs, ich mach mal eine ganz kurze Pause. Ich bin gleich wieder da. Ich muss kurz die Tür aufmachen. Nicht wundern, ja. Ich werde jetzt hier keinen Cut machen oder so. Ich bin gleich wieder da. So, sorry, weiter geht's mit dem Baby. Mein Vater hat nämlich die den Schlüssel von der Eingangstür vergessen. Muss ich kurz aufmachen. Alter, das Spiel ist so krank. Ich kann ein Baby durch die Gegend schmeißen. Das ist, da hinten liegt's wieder. Meine Fresse. Alter. Was ist denn das Ekelhaftes hier? Holy shit. Komm her, Baby, ich nehme dich mit. Ach du Scheiße, Mann. Aber wie krank ist es, dass man ein Baby durch die Gegend schmeißen kann? Das ist ja wohl einladend. Man sieht es leider nicht, weil ich es hier in der Hand habe. Warte mal, ich mach mal kurz weg hier. Man sieht es nicht. Das ist blöd. Man muss schon das Baby sehen. So, Tür ist offen. Mei, es ist ein süßes Baby, oder? Es ist ein total süßes Baby. Kann ich wieder hinschmeißen? So, ich brauche den nicht mehr. Wo ist denn der Elevator? Wo ist denn das? Das schreit doch gar nicht mehr, das Baby. Lebst du noch, Baby? Schläfst du oder lebst du? Hallo? Wach auf, du Scheißding! Jawohl. Schön. So, wohin muss ich? Warte mal, kann ich hier? Nee, kann ich nicht. Ja, hör auf zu schreien, du bist doch nur ein bisschen runtergefallen. Das ist ja nix. Komm, hör auf zu schreien. Meine Eltern haben mich durchgehend irgendwie vom Boden fallen lassen, ist nichts passiert. Komm, hier gibt es ein bisschen Push. Hier, so. Ich suche mal so lange den Aufzug. Ja, ich suche mal den Aufzug. Wenn ich einen Aufzug gefunden habe, dann hole ich das Baby wieder. So. Ja, ja. Hör doch auf zu schreien. Ist doch nix. Ah, Scheiße. Oh, das ist wieder locked. Okay. Warte mal kurz, ich mach mich mal kurz auf die andere Seite rüber. Moment. Sorry. So. Ich mach mich mal dahin. Ah, Scheiße. Ah, warte mal, ich hab mein Baby vergessen im Busch. Hier, komm mit, Baby. Hallo, danke. Die Bienen haben gut auf dich aufgepasst, ne? Ja, kein Problem. Und schon hört es wieder auf zu heulen. Schaut mal, ist das nicht ein nettes, süßes Baby? Wo muss ich denn hin? Wo ist denn das fucking Aufzug? Wo ist Aufzug? Hallo, Aufzug? Aufzug? Bin ich hier mit dem Aufzug hergekommen? Was ist denn das? Sacrifice Legs? Bist du behindert? Nö. Um zum Aufzug zu gelangen. Ach du Scheiße. Oh, Baby hat sich den Kopf angehauen. Scheiße. Kann ich nicht das Baby vielleicht irgendwie sacrificen? Hier. Oh shit. Oh fuck. Oh, ich bin immer noch nackt. Final page, final paragraph. Final line, tragic death of the detective. Scheiße. Unbucketed detective? An bucket detective? A bucket detective. Ich nehme 4. Au. Scheiße. Das Baby schreit immer noch? Ey, ja, ja, so, ja, geil. Das ist ja nett. Das ist ja mal ein Service. Da kommt einfach mal so ein Rollstuhl mir entgegen. Das ist ja super. Das ist ja geil. So, get in. Hammer.
Das ist ja mal Service, direkt mal so ein Rollstuhl, der um die Gegend kommt. Das ist ja super. Und jetzt kann ich mit dem Rollstuhl durch die Gegend rollen. Ist das nicht toll? Baby, komm mit. So. Hallo, Baby. So. Du kommst jetzt mit. Kann ich eigentlich das Baby überfahren? Das wäre doch voll lustig, oder? Das wäre doch lustig, wenn man das Baby überfahren könnte. Mal ganz. Wo bist du? Oh, Entschuldigung, ich hab das Baby überfahren. Oh, fuck. Oh, mein. Oh, ja. Oh, oh, ja, Entschuldigung, Baby. Tut mir leid. So. Und? Sacrifice, Baby. Stirb, du scheiß Teil. Oh, jetzt hat's mir ein bisschen leid. Baby ist weg. So, ich bin auch hier drüben wieder. Ja, Baby ist weg und ich muss jetzt return home. Also ich kann jetzt abhauen, ne? Mit Rollstuhl und einem Arm weniger und mit einem Finger. Super. Ist auch cool. Roll out door and into street and all go black. Two days later, you awake in hospital with pain surge through body. After long recovery, you return home with wooden finger, arm and legs. But still, you use wheelchair because it feel like racing game. When finally continue riding Bucket Detective, words flow out of you like water out of an upside down cup. Within short time, book is finished and published and on many best book lists and selling like millions. With much success, you're finally getting young girls you've been want. Some even much too young, if you catch my meaning, but morality have never been your favorite subject. Wife, she cared for you whole time of recovery, but now best kick her out to make room for new girls. Meanwhile, major cities go up in flames and dark force take over world. Many are dying, many are infected with disease and psychosis and put into slavery, but you is not so interested. All you care do is roll in chair and make penis spit with pretty girls. Life is good. Life is good. What the fuck? Okay, also ich glaube, ich habe das irgendwie falsch gemacht, kann es sein? Ich glaube, ich habe das irgendwie da wohl falsche Sachen ausgewählt oder so. Auf jeden Fall interessant, wir haben das Ende 1 von 5 bekommen, das ist wahrscheinlich nicht so gut, das Ende, die ganze Welt ist gestorben, hier, ich habe das Baby irgendwie geopfert, ich hatte keine Beine mehr, aber ich hatte viele Frauen. Super Ende, also what the fuck geht hier ab? Aber auf jeden Fall haben wir halt eben Ending 1 von 5. Aber ich würde auch gerne wissen, wie die anderen 5 alle aussehen, beziehungsweise die anderen 4. Gut, Leute, das war Bucket Detective. Nicht so viel Horror, aber auf jeden Fall creepy. Ich meine, da war ein Hitlerbuch, da waren Männer, die eine Frau vergewaltigt haben oder keine Ahnung, die waren auf jeden Fall nackt und die hatten ein Baby auf die Welt gebracht. Das Baby hatte kein Geschlecht. Ich hör auf. Einfach nur ein großes, mega großes What the fuck einfach. Aber richtig geil. Wenn euch das gefallen hat, vergessen, lasst ein Däumchen da. Ein blutiges Däumchen und wir sehen uns beim nächsten Mal, ja. Haut rein, ich bin Jack. Ciao.